Genau. Jetzt, meine Damen und Herren, nochmal einen Riesenapplaus für Pavel. Dankeschön. Jetzt geht es uns darum, eigentlich so den ersten von drei Teilen der Marketing-Horizonte erster Tag zu reflektieren. Und wir wollen das in einem Gespräch tun. Gespräche sollen im Vordergrund stehen. Und wenn Sie Ihr Programmheft konsultieren, dann sehen Sie hier für 7 Sitze 6 Teilnehmer. Und das Schöne ist, je relevanter ein Thema ist, desto weniger warten Gespräche darauf, dass man dieses Gespräch dann auch beginnt. Und wir haben das Gespräch eigentlich schon in der Pause begonnen, in einem kleinen Kreis rund um Manfred Kirchgeorg. Und in diesem Kreis waren neben den Referenten des Vormittags auch Professor Dr. Heribert Meffert. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie, Herr Meffert, jetzt auch an unserer Podiumsdiskussion teilnehmen würden. Und ich würde Sie alle mal bitten für einen Riesenapplaus für Heribert Meffert. Das ist für mich auch deswegen speziell, müssen Sie sich vorstellen, weil sowohl mein Vater als auch mein Cousin bei Heribert Meffert promoviert haben. Und das ist, und das können Sie sich vorstellen, ein paar Jahre her. Wie dem auch sei, ich darf Sie, Herr Professor Meffert, Herr Bersenbrücke, dich, lieber Manfred, Tobias und Frau Hähnel sowie Thilo Schotte bitten auf die Bühne zu unserer Podiumsdiskussion. Super. Direkt neben mir. Gehst du? Ich mach das mal hier von der Außenposition, lieber Manfred. So, jetzt haben wir ja ausgehend von der Studie heute auch so ein paar Ansatzpunkte gehört, wo sich das Marketing entwickeln wird. Und ich möchte mal eigentlich nach Ihrer Einschätzung fragen, Herr Meffert, wenn wir uns jetzt rückblickend anschauen, eigentlich die Zeit, seitdem wir über das Thema Marketing sprechen. Jetzt sagen ja alle, diese digitale Revolution, das ist das große Thema. Sind Sie da nicht ganz gelassen und sagen, es hat schon jenste große Themen gegeben oder ist das jetzt wirklich anders? Es gab immer große Themen, aber die große Herausforderung heute ist nach wie vor to live with the customer, mit dem Kunden zu leben, und letztendlich ist Marketing, und das hat mich heute ein bisschen erstaunt, dass das nicht so ganz profiliert herauskam von den Studierenden, nichts anderes als letztlich das Management von Wettbewerbsvorteilen in einer Welt, wo ich auch und insbesondere die Wichtigkeit und die Wahrnehmung des Kunden in den Mittelpunkt stelle. Ja. Also die Technik, Digitalisierung. Es gab immer wieder Rahmenbedingungen, die sich verändert haben. Es gab den Pionier, der neue Lösungen gefunden hat. Das ist im Grunde Dynamik des Wettbewerbs. Insofern hat die Digitalisierung insofern neu und hat eine besondere Herausforderung, dass die Komplexität, die Geschwindigkeit, mit der wir heute an neue Dinge herangehen, enorm ist und im Grunde die größte Herausforderung ist für die Führung. Ja, aber wenn wir uns jetzt anschauen, eigentlich Monitoring des Wettbewerbers, Wettbewerbsvorteile, den Kunden im Blick, ist das denn vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen über die Zeit? Ich meine, Tobias, du hast dein Studium gerade abgeschlossen. Was hast du denn jetzt eigentlich erlebt im Hinblick auf solche Dinge, wie wir sie jetzt gehört haben? Gesamthafter Blick auf den Kundenmonitoring des Wettbewerbs und auch so die Herausforderungen oder die Anforderungen an Marketing, Mitarbeiter und Führungskräfte, wie Sie Herr Bersenbrücke und Frau Hähnel skizziert haben. Wie wirkt das auf dich? Sehr interessant wirkt es auf mich, weil ich da eine ganz andere Meinung habe und ich denke auch viele Studierende das ganz anders wahrnehmen von Unternehmen, was wirklich verlangt wird von Unternehmen. Und das vor allen Dingen in der Konsumgüterindustrie tatsächlich. Als ich vor der Entscheidung stand, was fängst du denn jetzt eigentlich mit deinem Leben an, in welche Produktsparte, in welche Dienstleistungssparte möchtest du eigentlich rein, kam für mich auch die Konsumgüterindustrie erstmal, war erstmal ein Anhaltspunkt. Ich habe mir gedacht, da wirst du dich wohlfühlen. Dann habe ich mir mal die ganzen Jobanforderungen angeguckt und tatsächlich hat es abgeschreckt, weil sehr viele Jobanforderungen gerade in der Konsumgüterindustrie sehr hohe Voraussetzungen einfach von Studierenden verlangen, die manchmal so gar nicht möglich sind. Wir machen mal ein kleines Beispiel daraus. Ich bitte mal alle Studierenden aufzustehen. Okay,
Jetzt bitte ich, also hier sehen wir die Marketing-Elite von morgen. Alles sehr engagierte Studierende, die in ihrer Freizeit heute auf so einem Kongress sind. Schon mal großartig. Jetzt bitte ich jeden Studierenden, sich hinzusetzen, der noch nicht gegen Ende des Studiums ist. Super. Also ihr alle seid bald fertig mit dem Studium. Das ist super. Potenzielle Arbeitskräfte für Sie alle. So, jetzt schauen wir uns das mal weiter an. Jeder, der noch kein Praktikum absolviert hat, setzt sich jetzt einmal bitte hin. Jeder, der noch kein Auslandssemester gemacht hat, setzt sich jetzt bitte hin. Und jeder, der neben Englisch keine weitere Fremdsprache spricht, setzt sich jetzt bitte hin. Die paar Personen von den ganzen, die wir gerade gesehen haben, sind die einzigen, die den meisten Anforderungen von der Konsumgüterindustrie tatsächlich folgen können. Und das ist wirklich wenig, wenn man überlegt, dass viele von diesen, jetzt können sich wieder alle hinsetzen. Und das sind tatsächlich wenig, wenn man sich überlegt, dass diese ganzen Sozialkompetenzen wie Selbstbewusstsein, wie Soft Skills, die man lernt, die man zum Beispiel auch durch MTP kennenlernt, einfach sehr wichtig sein mögen. Das kriegt man gar nicht raus, weil ihr abgeschreckt werdet von den Anforderungen. Ich selber habe mein Bachelorstudium gemacht, ich habe kein Praktikum gemacht während meines Studiums, ich habe kein Auslandssemester gemacht, neben Englisch spreche ich auch keine Fremdsprache und denke trotzdem, dass ich durch MTP sehr viele Kompetenzen gelernt habe, wodurch ich gute Problemlösungskompetenzen erworben habe und auch gute Führungskompetenzen erworben habe. Das wird ein Arbeitgeber aber niemals feststellen, weil so hohe Anforderungen da sind und man sich gar nicht erst bewirbt. Aber jetzt mal die Frage, Herr Versenbrücke, Frau Hähne. Haben Sie jetzt geschaut, wer da jetzt noch stehen geblieben ist? Und ist da jetzt ein Call for Action? Also ich möchte auf eins hinaus. Verlieren wir mit den Anforderungen dann nicht auch gerade die Leute, die Leadership auf die Straße bringen, so wie das Tobias Thelen gerade demonstriert hat? Oder wie gehen Sie damit um jetzt? Also ich habe ja ein fotografisches Gedächtnis. Also die Leute habe ich mir also alle gemerkt. Nicht? Und die sind natürlich ideale Kandidaten. Aber ich gebe Ihnen recht. Ich habe sehr häufig mit unserer Personalabteilung gerungen, weil ich das auch ähnlich empfunden habe. Wir waren mal mit guten Managern, die alle eine hohe Führungsposition hatten. Und sind wir durchgegangen, was hast du gemacht, du gemacht. Ja, unsere Anforderungen an junge Kandidaten gingen wesentlich weiter und mein Gefühl ist halt auch, dass man in so einem managementorientierten Unternehmen häufig jemanden hat, der sagt, okay, das können wir vielleicht erreichen und hat diese Qualifikation, macht da gerne einen Tick dran. Ich bin natürlich auch mehr derjenige, der Leute haben möchte, die Verantwortung übernommen haben. Also die können von mir aus auch ein Abitur haben, was vielleicht nur 2,5 ist. Muss nicht 1,8 oder 1,7 sein, wahrlich nicht. Aber wenn sie Verantwortung übernommen haben, einen Verein geführt hat, eine Jugend gemacht hat, politisch sich engagieren, finde ich das wesentlich wichtiger. Und das habe ich auch immer wieder gefunden, gerade im Marketing, waren es immer Leute, die Verantwortung übernommen haben, die sich eingebracht haben, die auch volontiert haben. Das ist ja das Angenehme, wenn es irgendwie etwas gibt und dann habt Leute und sagt, na, das mache ich, dafür stehe ich. Die braucht man, damit sie auch führen können. Denn da gehört auch ein bisschen Gene gehören da eben auch dazu. Und das findet man wahrscheinlich nicht immer heraus in dem, sagen wir, großen Kreis. Dennoch, selbst bei den Anforderungen, bei uns ist es halt so, da sind immer noch 150 Leute, die dann gerne einen Job haben wollen. Ich hoffe, dass wir nach wie vor die richtigen finden, aber gebe Ihnen unbedingt recht, andere Kriterien, Social Intelligence, halte ich mitunter für viel wichtiger, weil wann müssen wir großartige Algorithmen dann erarbeiten, Ableitungen durchziehen, das passiert weniger. Wir brauchen wirklich einen, der einen guten Menschenverstand hat, der es wirklich zurückbringen kann, Prioritäten setzen kann, auch Nein sagen können. Deswegen fand ich es ganz gut, wie gesagt, immer wieder Prioritäten, was ist das Wichtigste. Und das bleibt ein ewiges Ringen, auch in einer Company die richtigen Dinge zu machen, und zwar von unten bis nach oben. Frau Hähnel, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ich muss das nur anschalten. Jetzt nee, geht's. Sie haben jetzt zwei. Und ich glaube, wir brauchen eigentlich, so. Eigentlich nur eins. Wir lernen jetzt erstmal daraus. Bei den nächsten Podiumsdiskussionen gucken wir mal, dass die Referenten dann ihr Headset abgeben. Dann ist das einfach. Nein, vielleicht nur zwei Ergänzungen. Also ich finde es auch teilweise wirklich beeindruckend, was manche Studierende mit 25 schon alles gemacht haben. Ja, ich war in Australien, ich habe dies gemacht, ich habe jenes gemacht. Also Wahnsinn. Ja, also das war zu meiner Zeit überhaupt noch nicht gängig, dass das eine Voraussetzung war. Und wir haben 5000 Bewerber auf 25 Stellen, bei uns auf Trainee-Stellen. Also insofern ist es nicht so, dass wir nicht genug Zulauf hätten, aber ich gebe auch Ihnen recht, es sind die Anforderungen sind riesig und ich glaube auch, dass die Soft Skills einerseits super entscheidend sind, was wir auch versuchen in den Assessment Center wirklich rauszukitzeln in diesem Tag, wo wir wirklich durch unterschiedlichste Dinge laufen. Aber zweitens ist aus meiner Sicht wirklich was entscheidend ist, eine Praxiserfahrung. Und wenn ich wirklich höre, dass Sie hier zum Beispiel sich nicht dafür entschieden haben, kann ich nur jedem raten, das zu tun. Nicht nur, um dabei sich bereit zu machen für die Arbeitswelt, sondern auch, um wirklich mal zu gucken, ob das denn wirklich Energie bringt, was man da macht. Weil die Vorstellung von Marketing geht sehr weit auseinander, wie ich höre von Studierenden. Und auch die unterschiedlichen Unternehmen bieten völlig unterschiedliche Perspektiven im Marketing an. Also es ist was anderes, ob ich in eine Agentur gehe, ob ich in ein Industrieunternehmen gehe oder ob ich zum Handelspartner gehe. Das sind andere Wege. Und deswegen kann ich nur sehr, sehr stark empfehlen, schauen Sie sich das an, probieren Sie es mal ein halbes Jahr aus, die Verantwortung zu nehmen und auch zu gucken, ob das das Richtige ist. Ja? Ja. Thilo, kannst du diese Einschätzung teilen oder sucht ihr wieder ganz andere Mitarbeiter? Also bei mir bitte all diejenigen melden, die sich früh gesetzt haben. der Hauptgrund dafür ist aber vor allem, also es geht nicht darum, nichts gemacht zu haben, sondern es geht darum, etwas gemacht zu haben und dazu zu stehen. Also für mich ist entscheidend, dass das, was man gemacht hat, man mit Herzblut gemacht hat. Und dann ist es für mich eigentlich, ist das etwas viel Besseres, als wenn man eine Checkliste abgehakt hat. Man muss Praktikum da gemacht haben, ein Auslandsaufenthalt dort etc. Weil das ist in der Regel recht blutleer. Und diejenigen, die etwas aus Überzeugung getan haben, weil sie an etwas geglaubt haben, weil sie einfach Begeisterung dafür entwickelt haben, sind diejenigen, die mich persönlich mehr begeistern. Es kommt etwas hinzu und das ist so ein bisschen, also jetzt bin ich sowohl bei Unilever als auch bei Procter & Gamble als Praktikant im Assessment Center durchgefallen, insofern bin ich da vielleicht einfach war aber besser als 2,5 im Abi, also egal. Aber jetzt habe ich persönlich in München ein kleines Team, nur wirklich ein sehr kleines Team von etwas über 10 Leuten und das sind Menschen, die für mich die Welt abdecken. Also das heißt, die aus allen Ecken der Welt kommen und die auch ein sehr unterschiedliches Profil alle haben. Und für mich ist das Entscheidende dabei, dass sie alle etwas anderes mitbringen, dass sie also Vielfalt mitbringen. Und das ist eigentlich für mich das, was die größte Herausforderung einer solchen Organisation ist. Ich möchte nicht streamlinen, ich möchte nicht, dass alle gleich funktionieren und alle gleich ticken, sondern ich möchte gerne, dass wir Vielfalt managen können. Ja, und das ist die große Gefahr dabei. Die Welt wird immer vielfältiger, nicht nur die Instrumente, nicht nur die Disziplinen, über die wir reden. Ein Digitaler kann sich heute mit einem Klassikwerber kaum noch unterhalten. Ja, das ist leider häufig so, weil die ticken völlig unterschiedlich. Das Wichtige ist, dass sie Respekt voreinander haben und dass sie verstehen, dass der andere etwas mitbringt, was man selber nicht hat. Und diese Vielfalt ist nicht nur, was die Disziplinen betrifft, relevant, sondern auch, was die Internationalität betrifft. Und diese Internationalität bedeutet, dass ich in der Lage sein muss, zu akzeptieren, dass jemand anderes mitbringt als ich selbst und dass ich das in der Lage bin, einzusetzen, was jemand anders hat, was ich nicht habe. Jetzt haben wir ja sehr viele unterschiedliche Aspekte dieser Veränderung auch kennengelernt und wie Menschen aussehen müssen, die diese Veränderung eigentlich auch bewältigen können. Jetzt habe ich aber noch eigentlich kein Wort davon gehört, und wir sind ja ein akademisches Netzwerk, welche Rolle die Hochschule da eigentlich spielt. Manfred, wenn du jetzt die verschiedenen Aspekte hier hörst, und das mit unserer Studie zusammenbringst, gehen wir nicht von der Hochschulseite her in eine komplett andere Richtung?
Beziehung und beschäftigen wir uns eigentlich vor allen Dingen mit Partikularaspekten des Marketings, anstatt hier auf das abzuzielen, was als koordinierende Funktion ist und oder Leadership oder Leute, die entsprechende Movements eigentlich möglich machen, wie das ja in den verschiedenen Vorträgen auch dargestellt wurde. Ich muss jetzt aufpassen, weil jetzt rede ich über die eigene Institution und da gibt es ja auch sehr unterschiedliche. Aber ich glaube generell sagen zu können, und Heribert, du wirst das dann vielleicht aus deiner langfristigen Sicht der Entwicklung der akademischen Szene sagen können, wir sind da angelangt, wo die Unternehmen vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren waren. Das heißt, man hat Silos gebaut und in diesen Silos wird hocheffizient gearbeitet und publiziert. Die Frage ist, wer führt diese Silos eigentlich zusammen oder wer ist dafür da, dass man sich zwischen den Silos unterhält? Und das ist ja eine Fähigkeit, wo ich das gehört habe, bei Ihnen, Frau Hähnel, Herr Bersenbrügge, aber auch hier zum Thema Movement erzeugen. Wir müssen sehen, bei allen Communities, die wir jetzt haben, und das ist ja auch alles toll, haben wir ziemlich viel Individualisten, die in Silos sitzen. Und da lebt sich's noch ganz gut. Das mit Sicherheit. Jetzt ist aber die Frage, was heißt das denn für die Hochschulen? Heißt das, dass man sich auf den Standpunkt stellt, ist nicht unser Problem, weil wir betreiben unsere Silos? Wir betreiben unsere Silos erfolgreich anhand dessen, woran wir gemessen werden. Oder was bedeutet das denn für die Ausbildung? Nein, das meine ich nicht. Herr Bersenbrügge hat ja einen schönen Satz gesagt. Du musst aufpassen, dass du nicht alles beherrschst, weil dann bist du drinne. Sondern diese Fähigkeit, wie man das früher so schön genannt hat, der allgemeinen BWL oder des General Management heute, dass ich eigentlich mit unterschiedlichen Kollegen, die in den Silos sitzen, gemeinsam mit den Studenten mal wirklich das Unternehmen als Ganzes betrachten. Sodass ich weiß, dass Finance dazu ein Argument hat, Marketing an der einen Seite, Produktion an der anderen Seite. Ich weiß nicht, an wie vielen Universitäten dieses stattfindet. Ich glaube, das ist sehr, sehr selten. Das heißt, wenn wir nicht praktizieren, dieses Querschnittswissen wirklich mal auf den Tisch zu legen, Und da muss man ja auch mal Gesicht zeigen für den Kunden und fürs Marketing. Da, so wie dann vielleicht auch im Vorstand jemand sagt, Leute, wir müssen den Kunden ins Visier nehmen. Das müssen wir an den Hochschulen und da muss ich sagen, da ist das Marketing zurückgedrängt worden. Man ist im Silo, man fühlt sich wohl. Aber mich mit Controlling, mit Produktion, mit HR in einen gemeinsamen Dialog zu geben und sagen, die knappen Ressourcen, die wir haben, worauf müssen wir sie fokussieren? Das halte ich für wichtig. Und ich glaube, da müssen wir an den Hochschulen neben der Spezialisierung, gerade dieses T-Shape-Model, diese Verbindung zwischen den Silos, müssen wir herstellen. Hochschullehrer sind gefordert, weil die Studenten können das nicht alleine. Ja. Sie haben eben genickt, Professor Meffert. Ich teile die Aussage von Manfred Kirch-Georg, aber um mal deutlich zu sagen, man muss auch sagen, es kommt darauf an, über welche Hochschulen wir sprechen. Es gibt solche, die sehr, ich sag mal, wissenschaftlich und stark theoretisch ausgelagert und spezialisiert sind in der Position, die vor allem stark an Spezialistenforschung sind, die gar nicht so sehr interessiert sind am Brückenschlag. Und manchmal stören die Studenten auch die bei ihrer Arbeit. Das gibt es immer noch. Auf der anderen Seite meine ich, Marketing und die BWL, und das teile ich jetzt, ist eine angewandte Wissenschaft. Und gerade hier, bei allem, was wir sehen, die Anforderungen auf der einen Seite, die fachlichen, spezifischen Kompetenzen, das Big Data und vieles mehr, Marketing ist mehr als je zuvor an die Marketingintelligenz, an Daten gebunden. Das ist die notwendige Herausforderung. Andererseits die soziale Kompetenz und die interkulturelle Kompetenz. Wir haben es doch gerade gesehen. Und das kann man nur im Brückenschlag mit der Praxis, mit verschiedenen Dingen, die wir gerade gehört haben, überbringen. Und das ist die Frage, die Herausforderung auch an die Wissenschaft der Zukunft ist. Vielleicht dann auch nochmal, um die Perspektive andersrum zu drehen, liebe Konsumgüterhersteller und liebe Werber, gehen Sie denn oder gehen Ihre Unternehmen denn auch proaktiv auf die Hochschulen zu oder sagen Sie, ja, mit den Hochschulen zusammenzuarbeiten, da ist eigentlich Hopfen und Malz verloren, das machen wir lieber mit Dritten, die sich vielleicht diesen Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis widmen. Wie gehen Sie damit um? Also wenn Sie mich jetzt fragen, natürlich geht man auf Hochschulen zu. Man kann natürlich nicht auf alle zugehen. Das muss man einfach sagen, das ist natürlich nicht möglich. Mitunter ist es sehr
lokal, also ich würde sagen, wir haben vielleicht einen Umkreis von 150 Kilometern, habe auch mal bedauert, habe gesagt, wir müssen mehr aus Münster haben, nicht, zu meiner Verbindung, aber da haben die HR-Leute auch gesagt, wir können ja wirklich nicht überall hingehen, wir müssen auch unseren Job machen, denn das ist sicherlich ein Problem. Wie kriege ich alle Jobs wirklich geregelt? Was ist, steht an erster Stelle? Aber dort haben wir schon im Zugang, und das ist auch sehr geschätzt, auch von den Professoren, auch natürlich von den Studenten. Wir haben selbst sogar mal eine ganze Vorlesung durchgezogen, ein Semester lang. Das wurde sehr geschätzt, gerade von den Studenten, weil die ein bisschen mehr mitbekommen haben, was wichtig ist. Und man kann da natürlich auch frei sein, locker sein und sagen, das ist ein Problem, das geht ganz leicht, aber andere Dinge sind sehr viel schwerer. Das bekommen die dann viel besser mit und haben das Gefühl, ohne jetzt vielleicht ein Praktikum gemacht zu haben. Also ich denke, sehr wichtig, aber ich bin absolut der Ansicht, wir brauchen wirklich fürs Marketing Leute, die breiter denken können. Also Fachidioten ist nicht die richtige Herausforderung. Wir brauchen Leute, die weiterschauen können, die müssen das verstehen. Die müssen natürlich auch mit den anderen sprechen können, sonst werden sie nicht akzeptiert. Deswegen sage ich ja, man braucht eben dort auch schon Wissen, um ein vernünftiges Gespräch zu führen, um auch die Leadership dort zu bekommen. Aber letztendlich verdienen wir das Geld, und Frau Händel hat es gesagt, von dem Konsumenten. Nur der, wenn der unser Produkt nimmt, nur dann können andere Leute auch arbeiten. Man darf es also nie, nie vergessen. Ja, ich glaube, wir machen es noch zu wenig, ehrlich gesagt, zusammenarbeiten. Also wenn ich mir denke, es gibt verschiedenste Projekte, wo man in der Regel eigentlich dann auf Agenturen zugeht und sagt, Mensch, lass uns doch mal zum Thema Digitalisierung miteinander sprechen, glaube ich auch, dass wir Unigruppen viel stärker nutzen sollten in neuen Themen und in neuen Faden und vielleicht auch wirklich im Dreigestirn dann eher zusammenarbeiten und sagen, wie kann man sich da noch eine zusätzliche Perspektive in Form von einer Projektarbeit mit an Bord holen. Also das ist ein Punkt, wo ich glaube, das sollten wir stärker machen. Und insgesamt glaube ich auch, ich wundere mich, dass es nach wie vor halt so ist, dass man zu wenig darüber eigentlich lernt, wie ist der normale Tag in einem Industrieunternehmen. Ja, also es ist immer so, ja, in der Uni lerne ich halt nur die Theorie und den Rest muss ich mir selber holen. Vielleicht kann man aber teilweise noch mehr Praxis auch wirklich, um es einfach mal handfest zu erklären, vielleicht auch mal durch einen Vortrag von uns oder dergleichen, schon frühzeitiger mit reinbringen, um überhaupt erstmal zu einem Praktikum zu animieren. Weil das ist ja dann der Grundschritt, um einmal zu sehen, ob es mir gefällt oder nicht. Aber das wären so zwei Aspekte, wo ich glaube, dass wir mehr machen können. Oder auch Thema, was ich vorhin sagte, Briefing-Agenturen. Warum ist das, wenn eigentlich der Großteil von Ihnen sagt, Industrieunternehmen ist für mich interessant, nicht vielleicht auch mal einen Abschnitt, in den man mal einsteigt, um zu gucken, wie sowas überhaupt funktioniert, damit man ein gutes Ergebnis bekommt? Ja. Manfred, du hattest einen Punkt dazu. Ich will mal was reinwerfen, weil es so harmonisch ist. Wir haben neben Vollzeitstudenten im Masterprogramm auch Part-Time-Programme. Da kann man als Berufstätiger sich einschreiben und ein Masterprogramm durchziehen. Das ist eine ziemliche Knochenarbeit. Interessanterweise kümmern sich Unternehmen, ob große oder kleine, sehr wenig darum, um dieses zu unterstützen. Manchmal, weil die Studenten nach diesem Studium gemerkt haben, übrigens, mit solchen Leuten, die Berufspraxis haben und parallel studieren, gibt es ganz andere Diskussionen zum gleichen Stoff, als mit Leuten, die Bachelor gemacht haben und dann gleich kommen. Beides ist interessant, aber wie gesagt, diese Realität zu haben und dann in Part-Time-Programmen, und ich denke mal, mit den wenigen Talenten, die wir dann in Zukunft haben, werden wir mehr Part-Time-Programme haben. Mich wundert es, wie wenig das von Unternehmen unterstützt wird. Wir sagen, entweder bist du hier oder du bist raus oder da gibt es nicht so dieses, ich sag mal, dieses Mischmodell. Wollte ich nur mal reinwerfen. Ich weiß nicht, wie es bei Unilever oder wie es bei Nestle ist. Ist das tatsächlich so? Oder bei BDO? Wird das belohnt, dass man sich da 3 Tage hinsetzt oder nicht? Denn hier kriegt man ganz stark integrierte Perspektiven aus der Diskussion der Studenten untereinander, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Spricht so ein bisschen in die gleiche Richtung, in die du eben gegangen bist, Thilo, mit dem Satz, ja, also den Uniform-Mitarbeiter, den will ich erstmal gar nicht, per se. Also ich arbeite sehr gerne sowohl mit Unternehmen als auch mit Universitäten, Unternehmen, weil sie dafür zahlen, das ist das Gute, Universitäten deswegen, weil sie eine andere Perspektive bringen. Und es spielt wieder das in das hinein, was ich vorher gesagt habe,
Universitäten arbeiten anders als Unternehmen, auch anders als Agenturen. Und das Tolle ist, dass wenn Universitäten daran arbeiten, kommt etwas anderes dabei raus. Und je nachdem, was ich suche, ist es eben halt etwas, womit ich gerne auch zusammenarbeite. Was diese Problematik angeht mit Universitäten und wie die Ausbildung letztendlich vonstatten geht, ist, ich persönlich bin kein großer Anhänger des Bachelor-Studiengangs. Und zwar deswegen, weil ich persönlich es immer für sehr wertvoll erachtet habe, dass Studenten in Deutschland sehr wenig verschult gelernt haben, was sehr viel stärker die Persönlichkeit fördert aus meiner Sicht. Ich habe die letzten 2 Jahre im Studium, glaube ich, 4 Stunden am Tag, 4 Stunden die Woche Vorlesungen gehabt. Das war, was erforderte, nicht, dass ich jeden Nachmittag schon in die Bar gegangen bin, sondern was gefördert hat, dass ich mich selber drum kümmern musste. Also das heißt, dass ich selber versuchen musste, mir die Dinge anzueignen, von denen ich glaubte, die ich erstmal erkennen musste, dass ich sie brauche. Und das ist, glaube ich, gerade im Zeitalter des Internet, im Zeitalter der unbegrenzten Möglichkeiten, was ich alles bekommen kann, was ich alles erfahren kann, was ich erlernen kann, zu was ich alles Zugang bekommen kann, ist das eigentlich das, was ich mir von Studenten wünsche, genau diese Eigeninitiative. Ich mache selber vielleicht wir müssen hier langsam überlegen, ich weiß, ob ich was Falsches gesagt habe. Aber ich mache etwas bei uns, was leider im Zeitalter der Effizienz immer schwieriger wird. Ich versuche bei mir im Team, wie gesagt, also ich arbeite international, weltweit, deswegen habe ich bei mir in München nur ein ganz kleines Team sitzen, was ich hege und pflege, weil ich der Meinung bin, das ist ein ganz, ganz wertvolles Team, was aus sehr unterschiedlichen Talenten aus aller Welt besteht. Sehr jung auch. Was ich gerne von denen möchte, ist, dass sie sich ein paar Stunden pro Woche mit einem Thema beschäftigen, was ich ihnen nicht vorgebe. Also das heißt, ein Thema, was sie sich selber bauen, machen. Ich selbst kümmere mich um Themen in Afrika, was meine heimliche Liebe ist. Andere schreiben Artikel, Blogs, einer hat einen Dokumentarfilm gedreht. Und das nach Möglichkeit eben halt im Job, wo sie eben halt selber die Möglichkeit haben, das zu machen. Und da geht es nicht so sehr darum, dass da etwas Produktives, Verkaufbares oder so etwas dabei rauskommt, sondern es geht darum, in sich selber zu finden, wofür man sich begeistert. Also das heißt, für etwas Leidenschaft zu entwickeln, nicht weil andere es von einem erwarten, also das Leben anderer zu leben, sondern sein eigenes Leben, für das man sich selber begeistert. Und das ist aus meiner Sicht etwas, worauf wir alle eine Verantwortung haben, das zu fördern, dass Studenten das in sich selber auch entdecken. Muss man erst mal sacken lassen. Jetzt haben wir da hinten ja so einen Bachelor sitzen, Der hat ja jetzt völlig so die Eigeninitiative verloren. Merkt man ja auch, dass er dann sofort nach dem Mikrofon greift. Tobias, du bist ja jetzt 1 Jahr lang nationaler Vorsitzender von MTP gewesen, hast diese ganzen Bachelor- und Masterstudierenden gesehen. Wie ist das denn da mit Eigeninitiative? Das fand ich sehr schön, was der Thilo gerade gesagt hat. Ich glaube nämlich, da ist ziemlich viel auch aus dem NV, also dem nationalen Vorstandsjahr einfach eingeflossen, genau bei dieser Arbeitsweise. Weil es als nationaler Vorsitzender von MTP tatsächlich so ist, und das können die drei hier vorne bestätigen, dass man täglich seine eigenen Lösungswege eigentlich finden muss und täglich sich mit neuen Themen beschäftigen muss, die jetzt gerade gar nicht zum Kerngeschäft gehören, die man trotzdem erlernen muss, damit man sie durchführen kann. Und da, um die Brücke zu schlagen, was wir vorher gehört haben, finde ich es ganz interessant, wie wenig doch dann studentisches Ehrenamt eigentlich von Universitäten anerkannt wird. Und da hoffe ich, dass wir da ein Movement erzeugen können, heute hier in dieser Runde, dass wir doch einfach mal Unternehmen davon bewegen, auch mit auf Universitäten zuzugehen und mal zeigen, das sind genau diese Dritten. Hier können Studierende neben dem Studium wirklich praktische Erfahrungen leisten, bekommen, und ja, da brauchen wir einfach Unterstützung von Ihnen allen. Herr Berstenbrücke, tönt das... So. Bevor wir zu Ihnen kommen, ich glaube, ich fange jetzt mal an, ein Punktesystem einzuführen. Ein Punktesystem geht folgendermaßen: Wer von den Damen und Herren den meisten Zähnenapplaus hat, ist der Gewinner dieser Podiumsdiskussion. So, Sie haben mich jetzt alle gehört. Dankeschön, das ist schon wieder einer, der es gut verstanden hat. Ist also ein Punkt für mich. Nicht klatschen, wenn ich eine Frage stelle, dann geht die Antwort unter. Nur klatschen, wenn eine Antwort kommt. Danke fürs Zuhören. Herr Berstenbrücke, das, was Thilo Schotte jetzt gesagt hat, das tönt doch exotisch, oder? Ist da in einem Unternehmen wie Nestle eigentlich Raum für?
Ich denke schon, dass da Raum für ist. Es ist lediglich nicht von oben verordnet. Ich sehe mich jetzt nicht grundsätzlich als den oder habe mich nicht gesehen als derjenige, der alle Anweisungen rausgegeben hat. Also wenn irgendein Geschäftsführer dazu übergegangen wäre, hätte gesagt, also ich möchte ganz gerne mit meinen Leuten so und so arbeiten und finde das toll, finde ich es richtig. Finde ich es in Ordnung. Ein anderer Geschäftsführer kann es etwas anders machen. Also es muss nicht ganz uniform sein. Mir ist natürlich die Leistung unterm Schluss ist wichtig. Und ich meine, Sie machen es auch, wie begeistert sind Leute in einer Company. Ne? Ich meine, es ist ja ein Ring mit vielen Alternativen, mit anderen Firmen. Aber ich meine, man spricht über Work-Life-Balance, aber gerade eine Begeisterung dafür zu haben, ist entscheidend. Und das bringt ja Energie. Und wenn das darüber kommt, finde ich sehr gut. Also ich würde es nicht verordnen wollen und sagen, so muss das sein. Aber ich finde, wir haben Führungskräfte, jeder für sich nimmt sich etwas, aber auch die da oben drüber sollen entscheiden, das finde ich wichtig und ich möchte das machen. Und darunter leidet nicht irgendwie die gesamte Arbeit. Also von der Seite bin ich dem durchaus aufgeschlossen. Mhm. Vielen Dank. Ich möchte jetzt mal die Fragerunde ins Publikum geben. Sie haben jetzt eine Menge an Input bekommen, eine Studie gesehen, Vorträge gehört. Was haben Sie da für Fragen hier an unsere Gruppe, an unsere Runde? Ansonsten machen wir das einfach so weiter. Wir plaudern einfach so lange weiter, bis Sie den Eindruck haben, jetzt würde es sich lohnen, mal eine Frage zu stellen. So, noch scheint das sehr abschreckend zu sein. Da haben wir doch jemanden. Einmal bitte kurz warten, das Mikro kommt dann jeweils. Hallo, ich bin Lasse Walter, ich bin auch MTPler, Alumni allerdings, also Alumnus. Wir haben jetzt hier gehört, dass Individuen gesucht werden, dass man seine eigenen Stärken raus arbeiten soll. Ich sehe da immer noch in der Praxis einen ganz großen Gap zwischen Personalabteilung und Fachabteilung. Also meistens wird gesagt, wir brauchen jemanden im Team. Es wird maximal noch die Job Description oder nur der Jobtitel an HR weitergegeben, wenn es überhaupt HR gibt. Meistens ist es eine Sekretärin, im Mittelstand zumindest. Die macht aus Standardbausteinen eine Bewerbung und die wird rausgeschickt. Und jedes einzelne Wort wird von diesen Menschen hier, die sich bewerben, dreimal umgedreht. Und dabei ist es eigentlich letztendlich so eine Retorten. Wir hatten das mal schon mal ausgeschrieben, nehmen wir wieder. Und das ist ja extrem ineffektiv. Sehen Sie das auch so? Also dass eigentlich die Fachabteilung und auch gerade die Marketingabteilung viel mehr mit der HR kommunizieren sollte, um überhaupt die Bewerber zu bekommen, die sie eigentlich möchte. Weil das fällt meistens im Eifer des Tagesgeschäftes meiner Meinung nach runter und man kriegt eine Standardausschreibung und damit auch leider in der Masse wahrscheinlich untergehende Leute, die vielleicht genau diese Sachen, die man sucht, beinhalten, aber die gehen dann eben in der Masse unter, weil man es nicht konkret und fokussiert ausschreibt. Also in der Regel ist es bei Unilever so, dass wir die selbst schreiben, also in den Fachabteilungen die Ausschreibung, sei es ein Praktikum, das wird sehr genau von demjenigen, der den Praktikanten einstellt, auch geschrieben. Wir sind auch selbst mitbeteiligt an dem Auswahlprozess, sprich, also ich bin den ganzen Tag mit dabei, wenn Trainees ausgewählt werden und suche die selber mit aus. Insofern kann ich das nicht 100% bestätigen. Es ist bei uns aber der Weg auch häufig wirklich über das Trainee-Programm und nicht so sehr im normalen Management suchen wir jemanden von draußen. Das ist eher weniger der Fall. Weiß nicht, wie es bei Nestle ist. Naja, wir haben also die beiden Wege, on the job, aber auch als Trainee. Gerade im Trainee kommen natürlich aus unterschiedlichen Bereichen. Also da steht auch nicht unbedingt fest, will ich nachher ins Marketing, manche schon. Einige sind da offen, sagen, vielleicht gehe ich in den Vertrieb, vielleicht gehe ich ins Marketing und kriegen natürlich in allen Abteilungen auch etwas mit. Die werden immer sehr eng begleitet und nachher ist ja häufig ein Ringen darum, ich möchte gerne diesen Trainee unbedingt haben, weil er kann natürlich, kennt alle Abteilungen, Riesenvorteil, muss man sagen, sie sind da überall schon gewesen. Und deswegen werden sie auch gefordert. Also sie haben sehr viel Förderer. Aber bevor man nun zu einer Company kommt, also auf Ihre Frage eingehen,
Ich denke, das ist A und O, dass man mit der HR-Abteilung spricht. Nur, wie wird das immer umgesetzt, ist eine zweite Geschichte. Und wahrscheinlich, je kleiner ein Unternehmen, umso schwieriger. Ich denke, dass es die großen Firmen schon vernünftig machen. Ob sie es sehr gut machen, sei dahingestellt, sagte ich ja auch, ob wirklich die Kompetenzen rausgekitzelt werden, die vielleicht später sehr viel sinnvoller sind, ob nicht ein bisschen cover my ass reinkommt. Ja, ich habe ja jemanden rausgedacht, der das Beste nur hat da und da studiert und hat ein GMAT gemacht mit 710 Punkten und ich weiß nicht, das mag da auch hineinspielen, halte ich nicht für ganz so wichtig, aber es mag hineinspielen. Dennoch, glaube ich, macht man das schon professionell. Und man sollte nicht verkennen, wie man sich auch weiterentwickeln kann in einer Company. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, man hat schon die Rohlinge dort in einer Company. Gerade in den ersten Jahren kann man sich auch gewaltig weiterentwickeln und sich auch durchsetzen, auch zeigen, ich bin hier wirklich ein toller Typ. Ich bin in der Lage, ein Team zu führen. Und da schält sich doch so ein bisschen der Bessere vom Guten doch aus. Ich versuche das mal weiterzuspinnen, was Lasse Walter gerade eben gesagt hat. Die Überlegung muss ja sein, wenn man schon selber eine Job Description schreibt, eine Ausschreibung formuliert, mit HR sich überlegt, wen will ich denn jetzt an Bord haben, dass man natürlich auch zu Auswahlkriterien kommt. Und die Frage ist, sind diese Kriterien, die möglichen Kriterien, nicht so vielfältig geworden jetzt über die Zeit durch neue Studiengänge, durch neue Kompetenzen, durch neue Märkte, die wir haben, dass wir jetzt plötzlich feststellen, wir haben zwar sehr, sehr viele Beurteilungskriterien, aber wir sehen uns zunehmend aufgrund der Komplexität auch der Bewerber außerstande, diese vernünftig zu gewichten. Ich weiß nicht, ich mache es mal an einem anderen Beispiel fest. Aus Ihrem Lehrstuhl, Professor Meffert, ist ja ein ausgesprochen starkes Netzwerk entstanden von Leuten, die marktorientierte Unternehmensführung auch gelebt haben. Da hatte man als Qualitätsindikator in der Bewerbung eigentlich schon den Namen eines Professors, da hatte man in der Bewerbung schon eine gewisse Universität und wusste, da kommt vielleicht auch eine bestimmte Einstellung mitgeliefert. Haben Sie das heute auch noch oder ist das zunehmend schwieriger geworden? Ich stelle in der Tat fest, dass natürlich durch die Spezialisierung heute eine engere Sicht stattfindet. Aber die Grundorientierung der Herkunft und was dort passiert ist, in welchem Rahmen, in einem Institut, in einem Marketing-Center, das scheint mir auch heute noch ein ganz wichtiges Signal zu sein. Aber ich darf nochmal zurückkommen. Meine Erfahrung war, gerade in dem Zusammenhang mit dem Netzwerk, je enger abteilungsübergreifend, also hier sehr konkret die Personalabteilung mit dem Marketing oder die Personalbereiche HR zusammenarbeiten, in der Markenführung oder andere Dinge, das gemeinsam auch ausschreiben und leben, umso erfolgreicher ist dann dieser Prozess, weil Netzwerke multiplizieren sich ja auch in einer gewissen Richtung. Das ist ein sehr positiver Effekt. Ich denke, das kannst du, Tobias, ja jetzt gerade auch ganz gut nachvollziehen. Also vielleicht erzählst du mal, wie du jetzt zu deinem heutigen Job gekommen bist. Sehr gerne. Ein paar Kollegen sitzen auch da hinten, habe ich gerade eben schon gesehen. Tatsächlich ist das über einen MTP-Kontakt passiert, der 2 Jahre vor mir nationaler Vorsitzender des MTPV war, dort bei der Esatus AG jetzt auch Business Consultant ist und mich stark empfohlen hat, weil er einfach wusste, was ich kann. Wir kannten uns privat, wir haben zusammen schon mal ein Projekt zusammengearbeitet, wo wir einen Kongress in Thüringen organisiert haben. Und er wusste einfach, der Typ, der hat was drauf. Also schlage ich dir mal vor. Kann ich jetzt einfach so von mir mal behaupten. Ja. Manfred, entstehen bei euch aus den berufsbegleitenden Studiengängen auch solche Netzwerke? Kannst du das nachvollziehen? Ja, also da entstehen solche Netzwerke, gerade eine Klasse, die entsteht. Oder eine Klasse aus unterschiedlichen Personen mit unterschiedlichen Funktionen aus Unternehmen. Es gibt eine hochspannende Diskussion zwischen diesen Personen. Und es gibt Alumni-Vereine, die Hochschule natürlich sehr gut pflegt. Und nun ist es bei uns an der privaten Hochschule noch etwas anders vielleicht als einer staatlichen Hochschule. Ich möchte noch mal auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Das heißt, legt ein Student
sich eigentlich mit dem Schwerpunkt Marketing und anderer Wahlfächer für sein Leben lang fest, wenn er sich bewirbt. Wahrscheinlich nicht, und wahrscheinlich werden wir Karrieren haben, die vielleicht 3, 4, 5, 6 Unternehmen umfassen, was nicht schlecht sein muss, oder, aber ich glaube, die Beständigkeit, eine Karriere innerhalb eines Unternehmens für das Leben zu machen, das werden wir immer seltener sehen. Und wir haben auch schon mal diskutiert, in den 9 Bundesländern ist die Situation mit Unternehmen etwas spärlicher gesät. Und wir haben mal überlegt, ob es nicht Möglichkeiten gäbe, dass man einsteigen kann, 2 Jahre in ein Start-up, dann kriegt man schon gleich letztendlich eine Perspektive in ein etabliertes Unternehmen und vielleicht dann in einem Zulieferer. Das heißt, Mixed-Modelle, wo sich Unternehmen Gedanken machen, wie sie eigentlich junge Menschen, qualifizierte Talente, etwas Perspektive bieten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht nur eindimensional auf das Unternehmen orientieren. Also das ist, glaube ich, eine ganz neue Dimension, dass ich meine Karriere plane und sage, das ist nicht das Unternehmen fürs Leben, sondern ich möchte 3 Perspektiven mal kennenlernen, jeweils 10 Jahre oder jeweils 5 Jahre, wenn ich es denn hinbekomme. Und dass man so wandert. Also eine ganz neue Dimension, das heißt, die Loyalität von Talenten, hat die abgenommen? Ich darf das einfach mal so Nils reinfragen hier. Was machen Sie eigentlich, um Talente zu halten? Ja, vielleicht zwei Punkte dazu. Auch das Thema, wenn ich mich für Marketing entscheide, habe ich mich dann festgelegt, ist definitiv für Unilever nicht so. Weil bei Unilever kann man beispielsweise in den Verkauf wechseln. Ich habe Talente, die vom Finance in mein Marketing-Team gekommen sind. Wir haben Marketeers, die in die Planung gegangen sind. Das sind nicht die Regelfälle, aber da geht es wieder darum, habe ich eigentlich ein Ziel, was liegt mir, was glaube ich, was ich gut kann oder was ich tun möchte. Und diese Fälle, da gibt es x Fälle, die ich nennen kann, wo es eben nicht so war, dass man sagt, aber das ist ein Marketeer, der ist als Marketeer gekommen und der muss auch Marketeer bleiben, sondern da hängt es wieder davon ab, okay, ich komme in ein Unternehmen und ich lerne auf einmal noch einen anderen Bereich kennen, der mir vielleicht vorher gar nicht so im Leben aufgefallen ist und den ich spannend finde, der auch zu meiner Persönlichkeit passt. Insofern, diese Möglichkeiten gibt es. Talente halten ist, wenn ich jetzt mal die letzten 12 Jahre zurückblicke, nicht viel herausfordernder geworden, finde ich, weil wir hatten auch schon vor 10, 12 Jahren immer mal wieder Abgänge, wo Leute sich einfach bewusst entscheiden, ich möchte auch noch mal ein anderes Unternehmen sehen, und das ist auch okay so. Dafür kriegen wir aber auch wieder neue Talente von außen wieder, wo man sagt, da kommt jemand aus einem ganz anderen Bereich und bringt wieder eine neue Idee mit rein. Also könnte ich jetzt nicht so unterschreiben, dass das extrem schwierig geworden ist, die Leute zu halten. Thilo, du hast dir das Mikrofon geschnappt, wahrscheinlich aus einem gewissen Grund. Ich wollte gehen. Also ich habe BWL studiert, weil ich mit 18 oder 19 mich nicht in der Lage sah, zu entscheiden, dass ich den Rest meines Lebens Arzt sein wollte. Und das war der Vorteil des BWL-Studiums, dass es möglichst viel offen ist. Und das ist bis heute so. Und wenn ich gerade eben eine Rede von Steve Jobs gezeigt habe, stay hungry, stay foolish, ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle anziehen müssen, dass wir ein Leben lang neugierig bleiben sollten. Und neugierig zu bleiben bedeutet, sich zu neuen Ufern aufzumachen, etwas Neues zu machen. Nichts macht einen träger und weniger leistungsfähig als ständige Routine. Ja, das ist leider so. Oder Gott sei Dank vielleicht auch. Talente zu halten dabei ist vielleicht gar nicht unbedingt immer notwendig. Und auch das ist Teil des Netzwerkes. Wenn ein Talent an seine Grenzen stößt in einem Umfeld, ist es doch auch ganz gut, wenn er weiterzieht. Und man trifft sich bekanntlich immer mehrfach im Leben. Und das ist eigentlich, glaube ich, geht uns allen so. Also gerade eben sagte ich zu Professor Meffert, dass ich als Student immer mir vorgestellt habe, ihn eines Tages kennenzulernen. Ich habe in Saarbrücken studiert und war weit weg. Und jetzt sitze ich mit ihm auf einer Podiumsdiskussion. Hätte ich damals auch nicht. Danke, Nils, nochmal. Insofern ist das etwas, was doch automatisch passiert in unserem Leben. Und das ist, wenn man eben halt auf einem gewissen Pfad bleibt. In Deutschland ist es so, das ist so ein bisschen eine Erfahrung, die ich gemacht habe, was Netzwerke betrifft,
wenn zwei Menschen alleine, jeder für sich alleine an einer Bar sitzen, sonst ist niemand in der Bar, dann kann es gut passieren, dass die beiden den ganzen Abend kein Wort miteinander reden. Warum? Liegt einzig und allein daran, dass derjenige, der zuerst etwas sagt, der gibt damit zum Ausdruck, bringt damit zum Ausdruck, dass er nicht freiwillig alleine dort sitzt. Also das heißt, ich sage lieber nichts, damit ich dem anderen wenigstens zu verstehen gebe, naja, ich mache das aus Selbstbewusstsein heraus, ich will hier alleine sitzen. Das ist sehr deutsch. Ja? Deswegen sind Netzwerke in Deutschland auch verdammt wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr noch das ursoziale Netzwerk kennt, A Small World, ja? Vorgänger von Facebook, wenn ich das jetzt sage, dann stimmt das nicht so ganz, aber Small World basierte auf dem Gedanken, dass es Menschen gibt, die genauso sind wie ich auf der ganzen Welt. Und wenn man dort mal reinschaute, wenn man irgendwo hinreist und sagte, ich komme nach Rio, dann gab es eine ganze Liste von Menschen, die sagten, ja, komm doch dorthin, ich mache eine Party dort, wir gehen an dem und dem Tag essen und so weiter. Wenn ich das auf Facebook mache, passiert das nicht. Ja, und zwar deswegen, weil es nicht dieses Vertrauensverhältnis gibt. Das heißt, ein Netzwerk von Vertrauen, dass ich glaube, ich habe eine Indikation, dass diese Person zu mir passt, dass die einer von uns ist, zur Community gehört, ist unendlich wichtig. Und zwar überall im Leben. Und insofern schadet das auch überhaupt nicht. Und MTP, würde ich sagen, ist ein ganz hervorragendes Netzwerk, wenn man es nutzt, um es nicht nur quasi in seinen Akten stehen zu haben, sondern aktiv etwas damit anfängt. Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Das war jetzt ein kleiner Szenenapplaus. Ja. Ich wusste, dafür gibt es Applaus. Mhm. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, dort hinten. Ja? Sorry, ich habe schon ein Mikro. Hallo, mein Name ist Tino Kohn, ich bin auch Alumnus beim MTP. Ich würde die Frage gerne nochmal in Richtung des Veranstaltungsmottos zurückbringen. Also führt jetzt Marketing eigentlich in Zukunft oder nicht? Meine persönliche Erfahrung ist ja, dass im deutschsprachigen Raum Marketing immer gerne mal mit Kommunikation verwechselt wird. Es ist häufig viel Kommunikation und wenig dieser integrierte Ansatz. Ich habe persönlich mal 4P gelernt irgendwann, mittlerweile gibt es 7 oder 11 oder sonst wie viel. Wenn ich den integrierten Ansatz von Marketing jetzt in so eine Führungsposition mal gedanklich hebe, die wir heute so diskutiert haben, dann sind wir doch hier eigentlich in einem Organisationsthema, in einem Veränderungsprozess. Und meine konkrete Frage insbesondere an die Unternehmensvertreter wäre, wie begegnen Sie diesen Herausforderungen, wie schaffen Sie diese Agilität, was sehen Sie da für Möglichkeiten? Und vielleicht auch, was bedeutet das für zukünftige Bewerber, wenn wir da noch mal ein bisschen über Recruiting sprechen wollen. Aber eher würde mich diese Herausforderung, Veränderungsprozess interessieren. Ich will noch mal Ihren letzten Punkt zuerst aufgreifen und vor allen Dingen auch eine Lanze brechen, eben für die anderen. Das heißt, diejenigen, die wirklich ein Auslandsstudium gemacht haben, um Praktikum, das sollten sie doch beibehalten. Denn ich finde, da lernt man auch eine ganze Menge, wenn man sich irgendwo in Argentinien für ein halbes Jahr durchsetzen muss. Ich glaube, der hat auch etwas gezeigt. Also beides spricht für sich. Also die sollen sich nicht verstecken, beileibe nicht. Jetzt zu Ihrem Punkt, ja, ich glaube, das ist ja gerade die große Kunst der Unternehmen, wie sie wirklich diese Talente fördern kann. Wir haben jetzt, ich glaube, die Marketingstudenten bringen natürlich eine ganze Menge mit sich. Das glauben wir allemal, auch in Deutschland. Ich bin für einige Jahre in England gewesen. In England, die Engländer gehen anders vor. Die nehmen sich gar nicht unbedingt Leute, die Betriebswirtschaft studiert haben. Also ich habe Leute gesehen bei Procter & Gamble, die haben History studiert und ganz andere Fächer. Und weil man dort gesagt hat, wir bringen denen das auch schon bei. Also so ist nicht Hauptsache, die können gut denken. Das steht an erster Stelle und ich war auch erstaunt, wie gut diese Leute nach einiger Zeit waren. Also ich denke nicht, dass daran liegt, dass wir nicht gute Studenten bekommen. Wir müssen es weiter schaffen als Company, sie neugierig zu behalten, sie ein großes Interesse zu bringen und sie aber auch weiter zu schulen. Also das ist schon, lebenslanges Lernen gehört dazu. Es gibt immer wieder neue Dinge und gerade die Digitalisierung, darüber sprechen wir, zeigt uns immer wieder neue Dinge auf, die wir noch nicht kannten. Ich meine,
Wir haben ein iPhone, das ist jetzt selbstverständlich. Vor 7 Jahren gab es dieses Gerät noch nicht. Da war es nicht möglich, reinzuschauen in eine App, das zu erfahren oder jenes zu erfahren, Dinge direkt zu buchen. Und deswegen gibt es so viele neue Geschäftsmodelle. Und da muss man auf der Hut sein. Wenn man das nicht ist, ist auch mal der Wettbewerber vorbei. Also Speed ist dort angesagt, aber zur gleichen Zeit Komplexität. Das ist nicht so einfach, das zu managen. Deswegen braucht man auch eben Leute, die einem helfen können und wie wir es eben auch gehört haben, die Prioritäten zu setzen. Aber wir stehen da schon unter Druck und Marketing an erster Stelle, weil der Konsument sich anders orientiert. Wir hatten es früher leichter, als wir uns wirklich 2 Tage lang Gedanken gemacht haben über ein Commercial, der vielleicht irgendwo in Südafrika gedreht worden ist, wo die Copy-Strategy rauf und runter gegangen sind, ist der Benefit, ist der genügend ausgelobt worden. Es kann jetzt passieren, dass ganz schnell irgendwie über Social Media ganz andere Dinge reinkommen. Ich meine, wer verfolgt bei Volkswagen, sind so viele neue andere Dinge jetzt wesentlich wichtiger, als man es vor 10 Jahren managen konnte. Da ist etwas Neues auf uns zugekommen und das braucht den agilen Manager. Marketier, aber Manager, der so denken kann und sich einbinden kann. Aber ich glaube, daran fehlt es uns nicht. Es werden immer gute Leute rausgeschält werden. Und das macht es eben auch spannend. Aber tendenziell von ihrer Persönlichkeit sind Marketiers eigentlich interessierter, an Veränderungen heranzugehen. Und das spricht eigentlich für immer für ein Marketier. Und das braucht man in einer Company, weil die Company wird sich permanent verändern. Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich glaube, gerade das ganze Thema Komplexität, also einerseits die Komplexität zu durchdringen, also auch logisches Verständnis dafür, was sind Dinge, die essentiell sind, die gemacht werden müssen, aber gleichzeitig den Freiraum zu haben, auch neue Dinge anzugehen, kleine Pflänzchen zu pflanzen und trotzdem das große Ganze zu behalten, das ist eine Riesenherausforderung. Und da wieder das ganze Thema Menschenführung. Also Marketing und General Management geht aus meiner Sicht extrem zusammen. Ja, beide Bereiche sind unmittelbar zusammen. Es geht nicht das eine ohne das andere. Und Menschenführung, also Abteilungsführung, andere Leute mit in diese Gedanken mit einbeziehen und vor allem dann auch Entscheidungen zu treffen. Also wir treffen im Unternehmen jeden Tag zig Entscheidungen. Die sind auch notwendig, damit Teams wieder arbeiten können, damit wir wirklich in eine Richtung gehen. Aber dann auch den Mut zu haben, die Entscheidung zu nehmen und nicht zu sagen, ich möchte in jedem Kanal sein mit meiner Marke. Das funktioniert nicht, A, weil wir das Geld nicht haben, weil die Budgets sind auch irgendwo begrenzt. Aber dann auch zu sagen, für welche 3 Kanäle entscheide ich mich denn, mit welcher Art der Kommunikation, das ist die Herausforderung. Und da gibt es nicht das Allheilmittel. Das funktioniert mit jeder Marke, mit jeder anderen Zielgruppe total unterschiedlich. Super. Meine Damen und Herren, ich habe gerade eben, und das ist ein Tiefpunkt meines persönlichen Moderatorendaseins, einen bösen Blick von meiner Co-Moderatorin Lisa Marold bekommen. Die Lisa achtet auf die Zeit. Die Herrschaften sind hoffentlich noch ein Weilchen da, stehen für Diskussionen zur Verfügung. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch und Ihnen bedanken. Ich denke, wir nähern uns der Sache langsam übers Gespräch. Bitte nochmal einen Riesenapplaus für die Damen und Herren. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Maslow. Mittagessen. Bis 3. Mittagessen gibt es in der Mensa. Die Mensa finden Sie, wenn Sie jetzt rausgehen ins Foyer und dann nach rechts abbiegen, stehen Sie genau da, wo es Essen gibt, in der Mensa. Wenn Sie durch das Foyer...